Leider nicht Leipzig. Die Leipziger Buchmesse 2020 fällt aus. Trotzdem, es erscheinen so viele herausragende Kinder- und Jugendbücher. Wie entdecken wir die denn alle? Ganz einfach, mit dem Lesekompass. Der Lesekompass ist eine Auszeichnung der Leipziger Buchmesse und der Stiftung Lesen. Kinder fürs Lesen begeistern. Darum geht's. Ich bin Tim, Lesebotschafter der Stiftung Lesen und ihr seid mittendrin bei der Preisverleihung beim Lesekompass 2020 in der Kategorie Bücher für 10- bis 14-Jährige. Ein atemloser Thriller. Die Lesekompass-Jury meint, dieses Buch wird dich um den Schlaf bringen. Das ist Code Genesis. Sie werden dich finden. Von Andreas Gruber, erschien bei CBJ. Das hier ist eine Bereicherung für jede Schulbibliothek. Der Lesekompass geht dann dry. Kein Wasser. Nicht heute, nicht morgen. Vielleicht nie mehr. Geschrieben von Neil und Jared Schustermann, übersetzt von Pauline Kubasik und Christian Lutze, erschienen bei Fischer Sauerländer. Ein apokalyptischer Thriller mit einer hochaktuellen Thematik. Auf der Suche nach einer witzigen Geschichte mit Tiefgang? Schon gefunden. Immer kommt mir das Leben dazwischen von Katrin Schrocke und Mixed Vision. Ist laut Jury einfach gute Unterhaltung. Witzig, aber auch was zum Nachdenken. Dafür gibt's den Lesekompass. Die beste Bahn meines Lebens von Anne Becker, erschienen bei Belz und Gehberg, bekommt den Lesekompass. In der Geschichte geht es um Jan und seine Leserechtschreibschwäche. Für Leserinnen und Leser jeden Alters, die sich mit dem Thema Leserechtschreibschwäche auseinandersetzen wollen. Das ist ein starkes Buch. Ich bin Vincent und ich habe keine Angst. Hier wird das Thema Mobbing sensibel, berührend, aber auch hochspannend aufgegriffen. Der Lesekompass geht an Enne Köhns, Marti Küper, Übersetzerin Andrea Kluitmann und den Gerstenberg Verlag. Ein Buch zum Mutigwerden. Geschrieben, nicht geschüttelt. Hey, hier bin ich. Ein James-Bond-Setting mit einer Maus, das ist extrem gefährlich. Maus mit Mission, geschrieben von Mario Fessler, illustriert von Eva Schöffmann-Davidoff, rausgegeben von Magellan Verlag. Das ist extrem gefährliches Lesesuchtpotenzial, meint unsere Jury. Das Computerspiel Kepler 62 ist die Welt von Ari. Und als er ein bisher noch nie geknacktes Level schafft, beginnt ein unheimliches, aufregendes Abenteuer. Comichaft, kurzweilig. Ein Lesekompassbuch von Timo Pavela, Björn Sortland, Pasi Pitkänen und Kosmos natürlich. Uah, also, das Level Lesekompass habt ihr locker geschafft. Na, komm. Beast Changers im Bann der Eiswölfe ist für Fans von Tierwandler-Abenteuern. Die Jury meint, das ist ein mitreißender Auftakt in eine Fantasy-Welt voller Feuerdrachen und Eiswölfe. Geschrieben von Amy Kaufmann, aus dem Englischen von Britta Keil und erschienen bei Ravensburger. Lieber Hansa Verlag, liebe Holly Goldberg-Sloan, liebe Meg Wolitzer und Übersetzerin Sophie Zeitz, Glückwunsch zum Lesekompass. Euer E-Mail-Roman An Nachteule von Sternhai ist laut Jury Erich Kästner für das 21. Jahrhundert. Anrührend und witzig. HDGDL. In Mehr geht nicht hat sich der Hauptcharakter Kevin einen Strand angelegt aus Spielplatzsand. Er war noch nie am Meer, aber das ändert sich. Oliver Uschmann, Silvia Witt und Gulliver nehmen uns mit auf einem Roadtrip, der sich in einem Rutsch wegliest. Zwei weitere Levels, Preiskategorien gibt es natürlich auch noch. Schaut euch dazu gern die Videos an. Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger und für uns viel Spaß beim Entdecken und Lesen. Viele weitere Infos auf leipziger-buchmesse.de/lesekompass.